Hey Leute! Was geht? Herzlich willkommen bei mir im Auto mal wieder. Ja. Und natürlich auch bei Spiel mit mir. Und zur Fortsetzung unserer Reihe. Wir fahren Essen testen. Wohin fahren wir? Burger King. Burger King. Und passt warum? Natürlich zu mir. Ich habe keine Krone auf. Er hat keine Krone auf. Und Nein. Ich glaube, wir werden auch keine bekommen, weil wir keinen Geburtstag haben. Ich glaube, die gibt es bei Burger King nur, wenn man einen Geburtstag hat. Ich hatte Geburtstag. Stimmt. Ja, okay. Wir gucken mal. Wir erklären das jetzt offiziell zu Felix' Geburtstagsvideo. Oh ja. Ich finde das auch richtig gut, dass wir zu Burger King fahren, weil da, wo ich aufgewachsen bin, Burger King, gab es kein Burger King. Ich kenne das im Prinzip eigentlich auch gar nicht. Ich kenne eigentlich immer so McDonald's und Subway und sowas. Das hatten wir aber Burger King nicht. Da bin ich richtig gespannt, wie Burger King wo so ist. Ja, also du Felix, kennst das aber, ne? Ich kenne Burger King, ich kenne Burger King. Felix war in seinem Leben nicht, dass er sich erinnern kann, bei Burger King, Leute. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Das war auch tatsächlich der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, wir fahren als nächstes zu Burger King, weil Felix sagte, ich kenne das überhaupt nicht. Wir testen das jetzt. Wir testen das gar nicht. Wir testen es. Bitte. Er kennt es nicht. Das Pikachu da auf seiner Brust gibt die Emotion wieder. It's shocked. Du warst auch nie bei Burger King? Ich habe Angst, dass wir hier gleich wegfahren müssen, weil wir auf einem Parkplatz stehen. Let's go, Leute. Also wir brauchen 10 Minuten laut Navi und ich glaube, das schaffen wir heute tatsächlich auch mal. Nicht wie bei Subway letzte Mal, wo wir... Wie lange waren wir unterwegs? 40 Minuten? 45 Minuten. 45 Minuten, bis wir da waren. Die Hälfte meines Lebens gefühlt. Wir haben diesmal aber auch nicht vorher... 18 Jahre. Wir haben auch nicht vorher schon bestellt. Also das wird schon klappen. Wir sind gut unterwegs, oder? Wir sind sehr gut unterwegs. Läuft. Ich darf hier nur 60 fahren. Oh, dann aber auch die Bremse. Bin ich. Das sind Blitzer. 3 Stück. Hallo. 3 Blitzer. Wir fahren in den Ostwestfalen. Muss man da dreimal bezahlen, wenn man zu viel... Das weiß ich nicht. Wollte ich fragen, was du am liebsten bei Burger King isst? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das meiste bestelle ich eigentlich die Chili Cheese Nuggets. Chili Cheese Nuggets? Chili Cheese Nuggets. Also, wir haben es geschafft. Ich bin nur zweimal dran vorbeigefahren. Einmal, weil ich die Einfahrt nicht gesehen habe. Das andere Mal, um dann tatsächlich zu drehen, um die Spur wieder zu wechseln. Um dann tatsächlich die Einfahrt zu erreichen. Also, Leute, wilder Ritt war das. An der Hauptverkehrsstraße, also nicht ganz so einfach, aber wir haben es geschafft. Ist übrigens direkt in der Nähe in Bielefeld von dem Subway, wo wir letzte Woche waren. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, lasst uns mal eine Bestellung holen. Ich bin gespannt, was wir jetzt holen. Mhm. Hallo! So, wir haben die Bestellung und Felix hat sogar noch ein Eis umsonst bekommen. Ja, es ist irgendwo hier unter dem Tablett. Ja, Felix hat ein gratis Eis. Ein Eis. Ein Eis. Ein Geburtstagseis für das Geburtstagskind, was auch schon ein paar Tage her ist, wie gesagt. Okay, Leute, wir kommen erstmal dazu, was haben wir überhaupt geholt. Und das momentane krasse Special fand ich auf der Karte. Es gab einiges, was ich noch nicht vorher kannte oder davon gehört habe. Aber ja, ich war auch von einigen Sachen echt überrascht. Und ich fange direkt mal mit einem Highlight an. Haben wir extra einzeln gekauft? Gab es einzeln und als Burger? Ihr denkt jetzt, ist es wahrscheinlich ein Rösti. Aber es ist ein Mac and Cheese Patty. Ich beiß einmal rein und dann packe ich es mir gleich tatsächlich auf einen Burger. Ja, das gab es als Snacky oder halt als Burger. Wir machen unseren eigenen Burger damit. Mhm, Geil. Okay. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Ist nice. Und jetzt suche ich meinen Burger, weil wir haben so viel cooles Zeug bestellt. Ich habe ja auch schon viel Zeug bestellt. Gab es als Coupon. Wir haben Zwiebelringe. Ich würde sagen, wir probieren uns einfach durch, was wir finden. Oh ja, okay. Ein richtig guter Coupon. 6 Zwiebelringe, ne? Ist das ein Zwiebelring oder ist das ein Cheese-Ring? Ein Zwiebelring. Die sind super weich. Also ist gar nicht so chewy, dass man die Zwiebel so rostet. Nee. Aber es ist kein Cheese, das schmeckt nach Zwiebeln. Nee. Ich mag eigentlich keine Zwiebeln, aber Onion Rings finde ich geil. Boah, die sind ganz geil. Komisch. Nice. So, also was gefunden wird, wird geprobiert. Also lassen du hast sich doch auch einen gefunden. Sehr gut eben beißen. Soll ich dir auch mal irgendwas rausholen? Hol mal was dann raus. Dann machen wir mit deiner Tüte weiter. Nee, okay. Was ist das? Ist das der, wie heißt das nicht? Es war kein Wrap, kein Burrito, kein Falafel. Falafel sowieso nicht. Wie heißt denn das noch? Ein Taco. Ein Taco. Ist das ein Taco? Felix hat sich ein Taco bestellt bei Burger King. Es ist ein Taco. Ein Taco. Und plant-based. Ja, es gab so viel plant-based. Da ist, glaube ich, Barbecue-Soße drin, plant-based, Beef. Ja. Also Beef ist da nicht, sondern halb plant-based. Ich glaube, Onion Ring ist ja auch noch mit drin.
Ich beiß einfach mal rein und guck, was drin ist. Guck mal rein. Guck mal rein. Burger oder das? Muss ich mich jetzt für immer entscheiden? Für immer. Wenn du nur noch eins essen dürftest. Wobei, du hast bisher nur einmal reingebissen. Vielleicht nicht ganz fair. Ich finde beides richtig geil. Also ich finde, man kann sich dann halt so abwechseln. Ja, das ist also klar. Ich finde es eine super gute Idee. Ich habe sowas privat auch schon mal gemacht zu Hause. Einfach, also wenn man noch Wrap über hat, kann man einfach irgendwas reintun. Da hatte ich auch schon mal so, ja, so einen Burger oder sowas habe ich auch schon mal reingetan. Ja. Hatte ich halt noch da. So, und ich habe in meiner Tüte noch was Plant-Based gefunden. Plant-Based. Mhm. Plant-Based Nuggets. Und da haben wir Barbecue Dip, auch vegan, zugestellt. Felix füttert die Kamera. Felix füttert die Kamera. So. Ja, sind Onion Rings auch mit drauf hier. Nice. Ist voll lecker. Ich habe hier Barbecue-Soße dazu, zu den Nuggets. Plant-Based Nuggets mit so grünem Gewürz. Ich weiß nicht genau, was das ist. Sieht auf jeden Fall gut aus. Thymian, Rosmarin. Mhm. Gute Plant-Based Nuggets. Mhm. Felix ist, falls ihr es noch nicht wusstet, übrigens auch ein Nugget-Experte. Wurdest du geradezu erklärt. Ich bin einer gekönigt. Du musst die gleich auf jeden Fall auch nochmal probieren. Okay. Ist auf jeden Fall einfacher zu essen als ein Burger. Das kann man definitiv einmal sagen. Finger einfach eintippen oder wie? Mhm. Also, das hast du hingehalten. Einmal den Nugget. Schmeckt ganz gut. Das ist ein guter Nugget. Guter Nugget mit Barbecue-Soße. Aber es sind nicht die besten Nuggets, die ich jemals hatte. Das sind die besten Nuggets. Also ich mag die auf jeden Fall, aber ich muss sagen, die von McDonald's mag ich lieber. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich dann auch einfach Kindheits- Plant-based oder normale Nuggies? Normale beide. Nuggies. So. Wir haben noch einen Zwiebelring tatsächlich. Oh. Ich darf, Eva, ist dich nicht an den Zwiebelringen satt. Neue Regel hier. Don't do it. Was hast du noch? Ich habe hier einen Burger, Plant-Based, und da steht ein B drauf. Der ist Plant-Based. Das ist wahrscheinlich deiner, der oder? Der ist meiner. Und ich habe Chili-Cheese-Fries gefunden. Chili-Cheese-Fries. Vielleicht habt ihr schon gedacht... Ach, du hast da unten auch noch eine Tüte. Ich habe da unten auch noch eine Tüte. Ah. Leute, ihr habt wahrscheinlich schon gedacht, warum haben die keine Pommes? Wo sind die Pommes? Da sind sie. Da sind die Pommes. Mit Chili und Cheese. Chili-Cheese-Fries. Jalapenos. Und was habe ich hier? Ich habe hier einen Burger. Mm. Und dieser Burger hat direkt... Onion Rings drauf. Ich habe schon Onion Rings gegessen, einige. Und ich glaube, hier ist auch nochmal Barbecue-Soße drauf, geschmolzener Käse. Sehr cool. Und wo ist mein Patty? Da. Wo ist mein Patty? Du machst jetzt einen Mac and Cheeseburger drauf. Ich mache jetzt einen Mac and Cheeseburger da drauf. Der kommt hier drauf und drauf. Leute, ich habe Hunger, ne? Das ist richtig nice. Also das Patty ist richtig gut dazu. Gibt es, wie gesagt, auch auf anderen Burgern. Aber ich habe jetzt gedacht, ich hole mir diesen Burger mit den Onion Rings und packe da halt noch dieses Mac and Cheese Patty mit drauf. Ja. Richtig, richtig das gut. Das ist ein Mac and Cheese Burger, gibt es schon vorgefertigt. Mhm. Aber man kann auch selber machen, wenn man nochmal andere Zutaten möchte. Mhm. Ich möchte eine Pommes in mein Eis reindippen. Aber eine, wo nicht schon Käse dran ist. Am besten. Nice, nice. Cheese Fries. Danke, gerne. Dann habe ich hier noch einen Burger gefunden. Und dann weiß ich auch schon, was das ist. Ein italienischer Burger. Der ist Italo Chicken, glaube ich. Ist ein bisschen wie ein Chicken Burger, aber da ist Pesto unten drunter. Und das fand ich mega interessant. Das musste ich unbedingt jetzt probieren. Oder ist das oben drauf? Oben drauf, unten drunter. Auf dem Bild was unten drunter. Ich glaube, es ist unten drunter. Ich probiere jetzt auf jeden Fall einfach mal, aber so sieht er auf jeden Fall aus. So, Tomate ist auch mit drauf. Die sind wirklich scharf. Ja, gut, das ist auch ein Jalapeno, die du in der Hand hast. Mhm. Aber die Soße an sich ist auch schon scharf. Und das Pesto, das grüne Pesto, das gibt ihm echt nochmal so einen richtig speziellen Geschmack. Mhm. Finde ich total sommerlich. Also ich finde italienisches Essen ist halt so sommerlich. Aber es gibt irgendwie auch so eine Art Frische. Ich finde das richtig gut. Mhm. Nice, nice. Mhm. Und dann haben wir natürlich gleich noch Dessert. So, wir haben jetzt gut gegessen. Und ich stelle vor, 30 Mal Churros als Minis. Mega. Das Dessert. Ich liebe ja Churros. Ich auch. Und wir hatten sie ja, ich mache erstmal hier Zimt und Zucker noch mit drauf. Ach, das ist extra? Das ist extra. Die sind so klein ungefähr.
Die bei Subway waren mir ja ein Tucken zu weihnachtlich. Mhm. Mhm. Das sind richtig Churros. Mhm. Das ist schon sehr, sehr gut. Ja, das kann Burger King. Mhm. Auch nur mit Zimt und Zucker. Hervorragend. Mehr braucht man nicht. Okay. Wir können hier noch ein Barbecue-Sauce eindippen. Ich möchte... Ich möchte mir einen nehmen. Ich darf mir doch wohl einen nehmen und den in Barbecue-Soße eindippen. Darfst du. Nur mal zum Probieren. Schmeckt hauptsächlich jetzt nach Barbecue-Soße. Aber es ist nicht, dass es irgendwie nicht... Es ist nicht, dass es um sich unbedingt komplementiert. Aber es stört auch nicht. Also, warum nicht? Also, wir sind, glaube ich, jetzt mit allem, was wir bestellt hatten, einmal durch. Mhm. Wir haben noch einiges gleich aufzuessen. Aber Felix, hast du ein Highlight? Du hattest auf jeden Fall den Taco und du hattest in Italien, du hattest Zwiebelringe, du hattest Chili Cheese Fries und du hattest Churros als Nachtisch und das gratis Eis, weil wir, wir haben viel bestellt und dann hat es ein bisschen länger gedauert. Und dann haben wir einfach, ohne tatsächlich zu fragen oder wir haben auch nicht mit uns beschwert oder so, wir haben einfach nee, gar nicht. Wir haben einfach nur da gesessen und gewartet. Ja. Und dann haben die uns ein Eis gegeben. Richtig nett. Wir haben das geahnt, dass ich Geburtstag hatte wahrscheinlich. Ja. Ich finde grundsätzlich Burger King, also es hat alles richtig gut geschmeckt, was ich jetzt probiert habe. Die Churros waren halt noch richtig gut, weil die können halt auch, wenn man die so quasi mitnimmt und nicht direkt frisch isst, die können halt auch schnell ein bisschen labbrig werden. Das waren die absolut nicht. Also die Churros, richtig gut. So wie Churros schmecken sollten. Ich bin grundsätzlich bei der Auswahl, ich finde es, also ich bin sehr begeistert davon, wie viel Plant-Based man einfach bestellen kann. Also eigentlich alles hat die Option, Plant-Based auch zu bestellen. Ja. Finde ich mega, mega gut. Der Taco finde ich eine coole Alternative zum Burger. Vor allem finde ich tatsächlich, wenn man unterwegs irgendwie ist, der ist halt besser eingeklappt als ein Burger. Ja. Also den könnte man während der Fahrt halt auch essen. Stimmt, das fällt so, nicht auseinander, das dürftest halt du hier im Auto essen. Genau. Ich würde es nicht essen, wenn ich fahre, aber... Ich glaube, vom Geschmack her war es tatsächlich der Italo-Burger, das Pesto... Hat mich echt überrascht, dass es so gut... Also ich habe gedacht, das schmeckt wahrscheinlich gut, aber es hat mich doch mal überrascht. Nice. Also absolut. Ich denke, ich würde sagen, ja, der Italo-Burger ist mein Highlight gewesen. Ja. Ich muss sagen, du hast es leider nicht probiert, aber ich hatte... Wir hatten uns so ein bisschen vorher abgesprochen, wer was testet. Genau. Ich hatte das Mac and Cheese Patty. Habe ich auch schon mal in einem Restaurant gegessen als Burger. Finde ich immer, ist richtig cool. Mac and Cheese als Burger Patty liebe ich. Und das ist auf jeden Fall bei Burger King auf jeden Fall richtig gut. Churros auch. Sehr, sehr gute Churros. Ja. Und hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Wir hoffen euch natürlich auch. Schreibt gerne in die Kommentare, was wir vielleicht nochmal testen sollen. Einen anderen Laden, was anderes bei Burger King. Gerne alles unten rein. Happy Birthday an Felix natürlich auch. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.